zurück. Ich schieße schon. Sterbt, 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 sterbt. Läuft. Läuft bei denen. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir laufen mal rechts rauf. Da oben. 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 Da ist ganz frei. Das ist nicht gut. Ballerboys, Fernkampf-Mob. Hier ist Avitus. Für die Ehre und den Imperator. Wir brauchen nur ein Wort. Seid wachsam. Sagen taktischer Truppen. Da bist durch meine Jungs gekommen, oder? Schätze, ich muss dich selbst umlegen. Ziel gesichtet. Wir sind dein Tod, Grünhaut. Granate! Yeah. Geben sich's jetzt, wenn das nicht einfach schießen. Ich würde nichts retten. Boom. Taktisch kommt mit mir, Brüder. Verteilt euch. Feindliche Schockwelle kommt. Los geht's. Au! So. Jetzt hätten wir fast ihn verloren. Es sieht nicht gut aus für ihn. Ich bin kein Boss nicht mehr. Verdammt. Der hätte auch schief gehen können. Tag ist alle seine Leute verloren. Ork-Abschaum tot. Bereit zur Extraktion, Kommandant. Und yes! Missionsziel erreicht. Das ist doch mal was. Dieser Sieg wird lange vor uns. Geehrt werden. Darmreißer tot. Verbesserter schwerer Bolter haben wir bekommen. Wildheit. 67% der Feinde getötet nur. Ja. Läuft bei uns.
Alter, Tarkus. Oh Mann. Alles grün, okay. Läuft bei uns. Gute Arbeit, Kommandant. Darmreißers Tod hat seinen Ork-Mob zerschlagen. Wir haben entscheidende Beweise unter den Überresten von Himmelskillers und Darmreißers Orks gefunden. Beide haben erst kürzlich die Ferlhammer-Mine in den Bergen außerhalb von Argos besucht. Wer auch immer die Orks aufwiegelt, muss Ferlhammer als Operationsbasis nutzen. Jo. Jo, jo, jo. Das heißt, Rainer, der bekommt jetzt einen neuen Bolter in die Hand gedrückt von uns. Und hat plus 2 Nahkampffähigkeiten. Und das gibt uns jetzt schon, oder? Nein. Naja, keine Ahnung. Okay, naja, ist egal. So, Nahkampfschaden, Geschwindigkeit und Fähigkeit bei der Pfeffer. Okay. Dann hauen wir das drauf. Servo-Rüstung plus 6% Nahkampfschaden, das ist doch mal was. So. Rechtschaffene Wildheit, das läuft auch. Und ja. Tarkus, der kriegt gar nichts. Für den sind die Waffen Stufe 5. Ach, kann man alles noch nicht nutzen. Auch für ihn kann man nichts nutzen. Cyrus kann was nutzen. Und so kriegt er das hier. Und eine bessere Scouting-Rüstung. Grausame Stille. Und ja, dann sind wir soweit wieder ausgerüstet für den nächsten Zug. Kommandant, die Zeit ist gekommen, unseren wahren Feind anzugreifen. Wer auch immer die Grünhäute provoziert und geleitet hat, hat sich in der Ferlhammer-Mine bei Argos verkrochen. Wir glauben, dass Mac Böszapper, der Ork, der uns entkommen ist, als sie auf Calderis eintrafen, sich auch auf den Weg zur Mine gemacht hat. Sie und ihre Trupps werden südlich von Ferlhammer abgesetzt und rücken dann nach Norden vor. Stärke und Feuerkraft zahlen sich mehr aus als Tarnung. Aus diesem Grund wird Sergeant Cyrus an Bord der Armageddon bleiben und Einsatzunterstützung liefern. Jawohl, Chef. Sergeant Thaddeus, Sturmtrupp. Thaddeus, der unlängst zum Sergeant befördert wurde, hat sich beim Kampf gegen die wilden Orks von Calderis und Typhon einen Namen gemacht. Draufgängerisch und idealistisch führt er seine Sturmtrupp mit unbeholfener Begeisterung. Thaddeus wurde auf Meridian geboren, war Anführer einer Unterstandbande, als ihn Davian Thule für die Blood Ravens rekrutierte. Wo seine Bandenvergangenheit weit zurückliegt, handelt Thaddeus immer noch nach dem Gesetz der Straße. Was ist das denn der Himmel? Oh Mann. Die sind so doof. Tot. So, okay. Sie nördlich durch das Tal vor, Kommandant. Begeben Sie sich zur Ferlhammer-Mine und finden Sie heraus, wer die Orks aufwiegelt. Bleibt wachsam. Okidoki. Bewegungen auf dem Absatz. Kampf. Weg. Aber es waren keine Orks. Es waren keine Orks. Nein, war es nicht. Da ist der Konvoi. Die Orks haben sie abgeschlachtet. Wir werden sie rächen. In Bewegung bleiben. Bereit machen, Brüder.
Orkschützen auf dem Absatz. In Deckung. Ein Zorn aus dem Himmel! Metzelt sie nieder! Sergeant Thaddeus meldet sich zum Dienst, Kommandant. Hatten Sie eine angenehme Ruhepause, während Sie auf den dramatischsten Moment für Ihren Einsatz warteten? Ich freue mich auch, Sie zu sehen, Avitus. Hier. Die sind nice. Mit dem Sturmsprung. Die sind einfach nur geil. Alter, bam. Kommandant, da ist ein Kommunikationsfeld in der Nähe, das wir für den Orden sichern sollten. Strategische Einrichtungen wie diese gewähren uns im Kampf Vorteile und ermöglichen es uns, die Truppen im Feld leichter zu verstärken. Ich werde Ihre Verteidigungen scannen. Kommandant, die Orks sind beim Haupteingang gut verschanzt. Ein Frontalangriff wäre nicht klug. Ein Sprung, ein paar Granaten und wir sind drin, Cyrus. Und direkt im Sichtbereich der ganzen Ork-Horde. So. Todesgriff des Engels erhalten. Cool. Läuft hier, würde ich sagen. So, dann warten wir mal kurz. Voller Sturm! Schlagt hart und beherzt zu! So. Okidoki. Dann würde ich sagen, wir rücken mal vor. Wenn wir mal das hier da versperren. Luftangriff ist einfach nichts. So. So, jetzt warten wir auf gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da 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 da. Tja. Sorgt uns mit wertvollen Kampfinformationen für zukünftige Operationen. Die Firmamine befindet sich ganz in der Nähe, Kommandant. Oh, da müssen wir nach oben. Hier ist Avitus. Nehme neue Position ein. Sehe da tote Orks. Jede Menge tote Orks. Waffen bereit. Nehme neue Position an. Ärger. Dies sind die Ork-Wachen. An Ort und Stelle getötet. Jemand anderes ist da durchgegangen. Schnell, bevor die Menschen ankommen. Wir können nicht zulassen, dass ein halsstarriger Ork die Pläne der Runenpropheten durchkreuzt. So. Ausgetrickst. Aber mein Cyborg-Auge sagt mir, dass ihr gar keine Ork seid. Nein. Jetzt stürzen sich die Menschen ins Getümmel, wie ich sehe. Die Narren können gar nicht sehen, welcher Bedrohung wir alle gegenüberstehen. Frostfrühstück, auch keine Space Marines. Zeit abzuhauen. So. Kommandant. Die Eldar müssen diejenigen sein, die die Orks aufgewiegelt haben. Tötet diese Eldar, bevor sie entkommen können. So. Ja.
Alter, kriegen wir böse auf die Fresse. Das könnte knapp werden können. Weder das Töten noch das Sterben ängstigt mich. Spürt meinen Zorn, Menschen. Noch danke. So, ziehen uns mal kurz mit dem hier zurück. Spürst die Kraft eines disziplinierten Geistes. So, dann ist der hier sein Leben chillt. Ja, ganz so ist es nicht, aber... So. Nein! Alter, was geht denn hier? Oh mein Gott! Muss Zeit geben können. Ihr habt uns alle ins Verderben gestürzt. Ja, was haben wir denn in der Tatsache? Ja, aber das müssen wir noch. So viel du willst, Elder. Wir stehen und du bist gefallen. Wir können unsere Feinde sich in Acht nehmen, denn der Sieg ist unser. Yes! Tartarus haben wir bekommen. Schön. Jo. Nicht so ganz optimal für uns gelaufen. Aber naja. So ist das. Dies ist eine bittere Entwicklung, Kommandant. Die Eldar provozieren und beeinflussen offensichtlich die Orks. Ihre Verwicklung darin ist kaum eine gute Neuigkeit. Sie haben behauptet, die Orks aufgewiegelt zu haben, um eine gemeinsame Bedrohung zu bekämpfen. Was könnte das sein? Ich würde nicht viel drum geben, was die Elder sagen. Sie sind von Natur aus betrügerisch und manipulativ. Das sind sie, Takus. Aber die Elder sind keine Narren. Der Runenleser, den sie besiegt haben, hat vielleicht die Orks hier auf Calderis geleitet. Aber er war nur Teil eines größeren Plans. Wir empfangen Berichte, dass die Elder die Orks im nahegelegenen Typhon-System aufwiegeln. Die Armageddon wird sie zu Typhon bringen, damit sie den Feind dort angreifen können. Ich werde alle Notsignale, die wir von Typhon empfangen, zu ihnen weiterleiten. Alles klar. Das heißt jetzt halt, wir können rumfliegen und unsere Trupps hier zuweisen. Und der gute Rainer, der hat eine neue Waffe, Pistol Balls. Aber brauchen wir gar nicht. Wir haben schon eine 11,4%ige Meiße. Schon Dünger, mal Kampfschaden. Geschwindigkeit. Das machen wir kurz mal. Äh, 18 Leben. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Belebt gefallene Truppen für wiederheilt alle. Ah, okay, das ist Zubehör.
Plus 10 Rüstungswert. Ja. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Wir haben schon geile Sachen bekommen. Der Plasmawerfer ist auch nice. So, du kriegst den. Wollen wir hier auf jeden Fall. Hier ist Stufe aufgestiegen. Explosiv, kann einen Bolter benutzen. Sturmschuss verursacht Unterdrückungsschaden und zurückstoßen. Terminator-Ehre. Ja, den wollen wir sowieso zum Nahkämpfer machen. Dann kommt Spezialist. Energiewaffe. Das ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. So. Wollen wir schauen. Tarkus. Oh. Okay. Häufig abfeuern ist natürlich wichtig. So. Ja. Das können wir benutzen, aber noch nicht. Okay, okay. Jo. Geben wir ein bisschen mehr Distanzschaden. So. Du, alter Geisel von Xenos. Angriffsreichweite. Passt. Ja, Flächenschaden. Das ist natürlich richtig nice. Und dann kriegst du auch noch schön Schaden obendrauf. Okay. Lädt weniger regelmäßig nach. Oh. Oh. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. So, er ist zur Stufe aufgestiegen. Ja. Das wollen wir haben. Und dann gehen wir auf Gesundheit erstmal.